Hi, ich bin's Lena. Wir kümmern uns jetzt um das Grüngurtprogramm. Die Farben werden langsam immer dunkler. Wie ihr vielleicht aus den anderen Videos mitbekommen habt, ich erkläre immer nur die Techniken, die neu im Prüfungsprogramm sind. Das heißt, Techniken wie Maigiri, Maiashigiri, die alle in diesem Prüfungsprogramm vorkommen, habe ich bereits in den Videos davor geklärt. Wenn ihr nicht mehr wisst, was das ist, schaut da einfach mal rein. Wir fangen an mit Kette Junsuki. Kette Junsuki bedeutet eigentlich nichts weiteres, als dass wir Maigiri treten und einen Junsuki machen. Die Technik, die wir vorher gemacht haben, bleibt aber so lange stehen, bis ich mit Endpunkt meine andere Technik schlagen kann. Das heißt, wenn wir aus Junsuki beginnen, trete ich Maigiri knapp unter die Faust und mit dem Absetzen kommt dann meine Faust nach vorne. Versucht hier auch unten zu bleiben und setzt dann energisch ab. Das ist vor allen Dingen auch wettkampfmäßig, ne, dass wir den Endpunkt gleichzeitig haben, wie mit dem Fuß absetzen. Wenn wir zum Beispiel an die Gion denken, da denke ich gerade an meine kleinen Wettkämpfer. Kette Yakutsuki ist das gleiche, nur dass die Faust jetzt hinten schlägt, also die hintere Faust schlägt. Hier. Da können wir jetzt nicht gleichzeitig absetzen, aber wir können danach schön die Hüfte eindrehen. Junsuki no Tsukumi ist ein Junsuki, aber ein bisschen anders der Stand als sonst. Das heißt, wir stehen ein bisschen mehr auf einer Linie, aber nur ganz minimal. Aber vor allen Dingen ist das vordere Bein noch weiter eingeknickt als eh schon. Und der Körper folgt dem ein bisschen und wir schlagen gen Kinn. Denkt dran, wir schlagen nicht dahin, sondern einfach nur ein Müh höher. Das wäre der normale Junsuki und das ist der Junsuki no Tsukumi. Beim Vorkommen schön darauf achten, dass ihr unten bleibt und nicht mehr hochkommt und halt tanzt. Okay, dann haben wir zwei neue Tritte für euer Prüfungsprogramm und zwar einmal den Urama Washigiri, den um die Ecke tritt, und den Sokto. Den Stampftritt. Urama Washigiri, den üben wir meistens ja im Training mit dem Reifen, den wir uns halten und dann durchtreten. Ihr könnt euch aber auch einen Stuhl hinstellen oder irgendwas anderes, um zu üben, dass ihr halt einmal rumgeht. Ich versuche es mal langsam vorzumachen auf Bauchhöhe. Das hintere Bein geht hoch. Wir müssen uns ein bisschen eindrehen. Und jetzt wollen wir mit dem Fuß berühren. Das heißt, unsere Trefferfläche ist nicht wie beim Mawashigiri hiermit, sondern eigentlich ist es damit. Und wir versuchen sanft zu treten. Ich mache es mir nochmal vor. Das Bein geht hoch, um die Ecke und absetzen. Dann Sokto, Stampftritt. Das Bein geht nach oben. Wir müssen uns ein bisschen reindrehen, sodass wir leicht seitlich stehen. Jetzt schieben wir den Fuß raus und das Becken geht in eine Richtung. Nette Übung hat zum Beispiel Thomas Koch in einem Video gemacht. Klickt euch da doch mal rein. Nochmal ein bisschen flotter. Der Sokto. Ruhig kurz am Endpunkt stehen lassen. Dann kommt schon Renzu Kubasa. Mensch. Es ist zwar nicht viel neu, aber es ist schwer Neues mit dabei. Renzu Kubasa. Mawashigiri Sokto Gyakutsuki. Da wollen wir vor allen Dingen sehen, dass ihr verstanden habt, dass es zwischen Mawashi und Sokto einen Unterschied gibt. Und den müssen wir auch sehen können. Also, Mawashi. Absetzen. Sokto. Gyakutsuki. Beide Seiten. Und jetzt kommen wir schon zu der Kata no Kion. Da haben wir zwei Stück diesmal. Einmal Nukite Drehung Tetsui Junsuki aus der Pinanzana. Dazu gibt es auch ein Video, klickt euch rein. Und zwar Nukite Drehung. Wir setzen das hintere Bein um. Drehen uns ein. Jetzt kommt der Tetsui im Chikudachi. Und wir kommen noch einen Schritt vor Junsuki. Ich hoffe, das sieht man noch in der Kamera. Junsuki.
Das ist die erste. Und die zweite ist Hijiuke mit Tetsui. Da könnt ihr ruhig zu Beginn aus der Position starten. Der rechte Arm dreht sich ein. Wir senken uns ab. Hijiuke, Tetsui. Und dann mit der anderen Seite eindrehen, locken, schlagen. Ja, und das war es schon, was diese ganzen Sachen angeht.